Jo, hallo und willkommen. Hallo Markus. Hallo Arthur. Wir haben Juni 2023, ein wahnsinniges Jahr für Power BI. Und ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Ist ja, glaube ich, schon Konsens, das irgendwie das beste Jahr zu nennen, was Updates angeht. Auch wenn natürlich vieles Preview ist. Mal schauen, ob wir es heute schaffen, irgendwie uns jenseits der Hype-Wolke rund um Fabric noch ein bisschen anderen Sachen zu widmen. Also gab ja auch ein neues Update ohne Release Notes. Nervt. Nervt gerade, wenn man selber wirklich, ja, ich mache ja meine Update-Videos und da warte ich dann schon immer, bis die Release Notes da sind, weil jetzt nur von den MVP Sachen aufzuschnappen und nachher übersehe ich was. Irgendwie nicht so ganz toll. Deswegen ja, aber andererseits so ein bisschen Fear of Missing Out habe ich immer so die Tage, bevor es endlich im Blog steht. Ja, wobei man ja sagen muss, das war jetzt auch irgendwie eine ganz komische Situation, ne? Also es war jetzt wirklich diese Visualisierungsgruppe um Miguel Mayer herum, die plötzlich Posts machten, dass dieses neue Card Visual jetzt public available ist. Zu diesem Card Visual gibt es ja auch einen Blogpost, aber eben noch nicht wirklich zu diesem Hauptrelease. Und was man dann vielleicht auch gesehen hatte, der Matthias Tierbach hat ja auch nochmal gepostet oder gemeldet, weil es dann eben dieses Speichern in dieser Power BI-Projektfile gab. Also das scheinen wohl schon die Hauptfeatures zu sein. Oder hast du noch was anderes gesehen, was da angesprochen wurde? Bisher nur die beiden, ja. Das werden wir uns heute auch mal einfach live angucken. Denn wenn es schon keine Release-Notes gibt, dann nutze ich das doch gerne, weil es spannende Features sind, auf die war ich gespannt und dann zeigen wir das einfach mal. Wir haben heute hier internationales Publikum. Hello Donald. Yes, we can activate subtitles when it's on YouTube afterwards. I hope so. You're not the only one to ask for it, but yeah, this is the German version of all the talks. Okay, and heute haben wir noch einen Special Guest hier? Jonas, ich hole dich mal rein. Wenn du jetzt wütend protestierst und die Kamera ausmachst, tue ich es nicht, aber da ist er. Genau, Hi. Jonas Folger ist heute, er ist auch richtig dabei, Moin. nicht so überrumpelt dabei. Ja, das letzte Mal war es Moin, etwas. Jonas. Und wir wollen ja auch immer Gäste, es soll wirklich von der Community leben. Und ja, du hast heute ja auch dich bereit erklärt, auch mal so vorzustellen. Hast ein eigenes Visual gebaut, bist ja auch kein so ganz Unbekannter, sondern so ein Graphomate maßgeblich mitgewirkt. Ja, das stimmt, Und genau. ja, dann würde ich auch mal sagen, so Markus, wenn du jetzt keine Notfall ganz eilige Sachen hast, dann würde ich mal dem Jonas erstmal den Vortritt geben und dann gucken wir uns mal das Update an. Ja, dann. Ja, danke schön. Sehr freundlich, dass ich hier sein darf. Genau, du hast es schon gesagt. Graphomate. Also ich bin 10 Jahre bei Graphomate gewesen und habe da diverse Visualisierungen schon entwickelt, vor allen Dingen im SAP-Umfeld, aber für Power BI eben auch. Und genau, da bin ich aber jetzt raus. Hatte noch viele Ideen übrig und habe jetzt die Innoforce GmbH gegründet. Konfetti. mit einem eigenen Visual. Genau, und ja, gut, jetzt kann man sich fragen, warum denn noch ein Visual? Ja, wir sind angetreten, um Wasserfälle gut abbilden zu können. So, das ist der Kernanspruch, möchte ich mal sagen. Aber ja, mittlerweile ist das Visual, glaube ich, auch relativ fortgeschritten, sondern es auch für viele andere Sachen benutzen kann. Genau. Letzten Endes sollen möglichst viele verschiedene Wasserfallvarianten, wollen wir gerne darstellen können. Also seien es jetzt Kennzahlenvergleiche, Dimension oder Membervergleiche oder eben mal zur Ergebnisrechnung. Das Ganze soll gruppiert, gestapelt soll es auch sein. Und genau, so ein bisschen, so ein kleiner Teil IBCS ist auch dabei. Ich habe jetzt 10 Jahre lang IBCS gemacht oder IBCS Visuals entwickelt. Ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr so ganz raus. Aber ja,
Das ist optional, man muss es nicht. Also IBCS spricht ja auch nicht alle Leute an, dementsprechend muss man jetzt auch nicht sehen, IBCS, sondern es ist ein Kann, kein Muss. Ja, ich zeige einfach mal. Kannst du was zeigen? Ja, genau. Ja, ich kann was zeigen. Genau, sonst hätte ich könnte auch ganz unbeholfen das auch zum ersten Mal probieren, aber du, wenn du was hast, dann mach du das ruhig. Ja, warte mal, wo habe ich jetzt das für dich nicht zeigen? Moment, ich muss aber hier das richtige Fenster, das wollte ich. Ja. Genau, das wollte ich zeigen. Jawohl, genau. Dann sehe ich doch schon, dass da was lädt und ja. Genau, also ich habe jetzt nur so einen kleinen Bericht zusammengebaut. Einmal nur ein kleiner Disclaimer vorweg, das ist jetzt die Beta, da sind ganz viele neue Sachen mit dazugekommen, also voll funktionsfähige Drilldowns, Top-Bottom-End, solche Geschichten, das ist alles in der Version, die im Moment im Shop verfügbar ist, ist das noch nicht drin. Also wenn das irgendjemand interessieren sollte, kann er jetzt auch eine Beta haben. Das wird noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt auch die Zertifizierung anstoßen lasse, dass man das dann hinterher auch für PDFs exportieren kann. Also noch ein bisschen Geduld, bis das alles da ist. Ja, ich habe hier so einen bunten Strauß an Charts mitgebracht. Das hat jetzt alles kein Business-Kontext, sondern es soll jetzt einmal so kurz ein Rundumschlag sein, was man eben so alles darstellen kann. Ich fange jetzt mal hier oben links an. Das ist jetzt so diese Ergebnisdarstellung, wo man das eben von der Profit and Loss jetzt auch kennt. Das ist jetzt schon ein Chart mit Hierarchien drin, mit aufgeklappten Hierarchien, mit einem Abweichungsdiagramm. Das kann man alles schon darstellen, nur zur Ergebnisrechnung da unten nochmal ein etwas simpleres Beispiel, einfach die Jahre aufsummiert, also die Quantity zu einer Endsumme. So, das links, das ist so die Ergebnisdarstellung, die wir können, Running Totals, sagt man auch dazu, und hier auf der rechten Seite sind eher so Vergleichswasserfälle. Hier oben jetzt im Prinzip zwei Member verglichen, 21 zu 22 über Produktgruppen, welche Produktgruppe wie zu der Veränderung beigetragen hat. Das Ganze kann man hier auch gestapelt machen. Ich weiß, gestapelte Wasserfälle sind, manche mögen sie, manche nicht. Und? aber sie werden nun mal benutzt. Dementsprechend bieten wir das eben auch an. Das Ganze ist eben auch hier mit Hierarchien, kann man auch aufklappen immer weiter. Und genau, IBCS macht ja gerne Kennzahlenvergleiche, also wenn ich die Kennzahl Previous hier habe und Kennzahl Actual, kann ich das hier über die Monate aufreißen. Mhm. Genau, das sind unsere Wasserfälle und mittlerweile kann man aber auch noch mehr machen, also vor allen Dingen Bar- und Stacked-Bar-Charts. Hier oben jetzt das Ganze als gestapelte Balken kann man auch immer schon aufklappen, genauso wie bei den Wasserfällen. Wir bieten auch Gruppierungen an, also hier nach Kennzahlen, dass halt verschiedene Kennzahlen gruppiert werden. IBCS-Geschichten machen wir auch, also wer ein bisschen IBCS-Formatierung halt mit drin haben möchte, der kann das machen, muss nicht. Also man sieht jetzt hier, das ist so die Power BI-Theme, das sind die Power BI-Farben. Unten links ist es jetzt das IBCS-Geschichte und genau, Bars geht auch. Das Ganze ist auch responsiv, also wenn ich jetzt das Chart kleiner mache, dann wird der Rest entsprechend automatisch ermittelt, sodass halt der Platz entsprechend ausgenutzt wird. Ja, das ist so, einmal um so einen Eindruck zu bekommen, was wir so mit den Charts mittlerweile alles abbilden können. Und jetzt würde ich gerne nochmal zu einem Thema kommen, was wirklich, wirklich neu ist, glaube ich, bei uns. Also ich habe das so bisher noch nicht gesehen, und zwar nennen wir das die Drilldown History. Genau, was kann das? Also das ist in allen Charts halt mit drin. Klar, wir kennen es alle, Drilldown machen wir, um die unterliegenden Daten zu sehen. Ich habe jetzt hier die Customers aufgelistet und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann mache ich hier den Drilldown und sehe oben die Daten, die ich vorher hatte in dem oberen Level, sehe ich immer noch als Chart darüber. Also ich habe jetzt quasi den Level, von dem ich komme, und den Level, wo ich reingegangen bin. Das geht auch weiter. Ich kann jetzt auch weitere Drilldowns machen und sehe halt die ganzen Level, die ich halt vorher hatte, oben. Was bringt mir das? Zum einen kann ich relativ schnell jetzt meine Drilldown-Pfade ändern. Ich kann das auch über dem oberen Level halt machen. Also ihr seht rechts, das Chart wird gefiltert zu meiner Selektion oder meinem Drilldown, den ich jetzt hier gemacht habe. Und spannend, weswegen wir das eigentlich ursprünglich eingeführt haben, ist, oder genau, ist das, wenn man das mit Wasserfällen kombiniert.
gerade bei vergleichenden Wasserfällen, ne, habe ich ja immer zwei Elemente, die ich miteinander vergleichen will. Und die Frage war so ein bisschen, naja, wie mache ich das? Ich kann das natürlich jetzt über Filter, Hintergrundfilter und dergleichen, kann ich das auch machen. Aber so schön visuell, wie das hier geht, wenn ich jetzt nämlich zwei Elemente selektiere, werden die automatisch miteinander verglichen. Wow, okay. Und ich kann auch weitere Elemente hinzufügen. Und ich kann auch ein Element entfernen und habe jetzt den Vergleich zwischen Computers und Mobile Phones. Ich kann aber auch jetzt oben hingehen und von Acme auf Newco wechseln und habe halt den gleichen Wasserfall, bloß eben jetzt für Newco. Also ich habe Computers, Mobile Phones eben verglichen für Acme und jetzt für Newco. Und so kann ich halt wirklich sehr dynamisch und flexibel mir alle möglichen Kombinationen zusammenklicken. Ich kann auch hier rausgehen und kann noch einen zweiten Drilldown-Pfad quasi aufmachen über White Rock. Und kann mir jetzt hier die Computers angucken. Sind sicherlich nicht alle Kombinationen immer sinnvoll. Da kann man natürlich sehr viel Blödsinn auch machen, sag ich mal. Also gerade wenn ich dann noch irgendwelche, keine Ahnung, Kennzahlen als Dimensionen jetzt gebaut habe, kann man natürlich sich alles Mögliche zusammenklicken. Aber es ist immer eine schöne Sache, um ja, visuell die ganzen Sachen zu durchsuchen, möchte ich mal sagen. Die Drilldown History hat auch noch einen weiteren Vorteil. Ich mache jetzt mal eine einfache Selektion. Ich mache es jetzt um der Einfachheit willen auch mal für die Bars. Ich habe hier oben diese Icons. Das sind so, naja, für Abweichungen sollen die sein. Wenn ich die jetzt anklicke, dann baut er mir einen Abweichungschart daneben. Und zwar er vergleicht diesen Member, den ich hier selektiert habe, Newco, zu dem, was ich jetzt gerade selektiert habe. Gehe ich jetzt auf Acme, zeigt er mir immer noch die Abweichung zu Newco. Und das macht er auch dynamisch, wenn ich immer weiter reindrille. Ich kann sehr dynamisch meine Abweichungen hinzuschalten und halt analysieren, was ich eben haben will. Letzter schöner Vorteil des Ganzen ist, dass ich ein Undo-Redo mit drin habe. Ich kann meine Drilldowns alle rückgängig machen und auch wieder herstellen. Also das fügt halt wirklich ein ganz neues Feature dem Bericht halt hinzu, dass ich halt diese ganzen Drilldowns, die ich jetzt in meiner Historie gemacht habe, war auch irgendwas, was ich eben nochmal ansehen wollte, wo war ich da, geht man einfach ein paar Mal zurück und kann sich eben diesen Zustand, den Filterzustand dann angucken. Und wie lange hält da die Historie bis zum Neuladen des Berichtes, ja. Okay. Also es wäre auch denkbar, das quasi im Bericht zu speichern. Habe ich ja jetzt nicht so den Sinn drin gesehen, aber wenn er sagt, das wäre cool, lässt sich das auch umsetzen. Ich bin schon beeindruckt von den Funktionalitäten. Mhm. Man muss ja sagen, innerhalb des Visuals entsteht ja jetzt hier schon fast eine ganz eigene Applikation im Vergleich zu anderen Visuals. Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Ja, genau, es geht viel. Vielleicht sollte ich es noch einmal am Rande erwähnen. Also man kann die auch jederzeit ausschalten. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, Drilldown History verwirrt mich, will ich meinem User jetzt nicht zumuten, kann ich das auch jederzeit ausschalten. Genauso wie die UI auch für den Nutzer immer sichtbar ist, also per Standardeinstellung, kann ich aber auch deaktivieren. Also es ist so ein bisschen, ja, ich glaube, Arthur, du hast es Visual Analytics genannt, wenn man halt im Visual schon so ein bisschen hin und her bauen kann, dann genau, man kann das eben seinen Nutzern anbieten, muss man aber auch nicht. Also auch, dass ich jetzt die Charttypen halt jederzeit wechseln kann. Das ist im Moment halt Teil des Visuals, lässt sich aber auch deaktivieren. Okay, das ist natürlich jetzt, wow. Also am Anfang hätte ich noch gesagt, okay, ja, das ist so, kann man mit Field-Parameters irgendwie nachbauen und so mit ganz verkrampfigen Lösungen. In der Qualität aber natürlich nicht. Ja, ich glaube gerade das Undo-Redo, das ist auch schon, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das nachbauen sollte. Ja, und auch wirklich dieser sinnvolle Vergleich, dass du dynamisch Sachen gegenüberstellen kannst. Das ist schon, also so smooth wie das hier ist, das ist schon cool. So kleine Disclaimer, also wir kriegen natürlich kein Geld jetzt hier von Jonas und das ist hier nicht der Werbe-Thinkers-Talk, sondern ja, ab und zu, wenn halt coole Sachen ich hoffe natürlich nicht werden, dann zeigen wir die halt. Ja. Haben wir ja mit dem Measure Killer auch gemacht und ja, deswegen ist es hier wir sind nicht plötzlich hier komplett nur noch auf Geld aus und werden halt jetzt nur noch Demos machen.
Darf ich noch ein Feature zeigen? Ein kleines experimentelles Feature. Das, Aber dann musst du aber bezahlen. Ja. Also wichtig ist es auch nicht. Naja, also eigentlich, also eine Sache, also weil wir diese ganzen Drilldowns bei also in der Komponente intern machen, brauchen wir natürlich auch immer alle Daten. Das heißt, wir haben halt auch immer die Daten für den nächsten Drilldown schon da. Was wir daraus noch bauen können, sind Preview-Levels. Das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, ein bisschen wild. Das muss man erstmal so ein bisschen schauen. Also ich habe jetzt hier in dem rechten Chart, habe ich jetzt hier oben die Preview-Levels angemacht. Und jetzt zeigt er mir hier eine neue Kennzahl an, Sigma. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, Sigma ist ein Maß für die Standardabweichung. Also ich weiß jetzt, also ne, letzten Endes zeigt mir das an, wie volatil irgendwelche Daten sind. Sind die komplett uniform, ist mein Sigma 0. Ob ich jetzt halt ganz unterschiedliche Werte, geht das Sigma immer weiter in die Höhe. Und hier berechnen wir das Sigma für das nächste Level. Also ich habe jetzt hier unten, gehe ich mal ganz unten, Alpha Place hat ein niedriges Sigma von 0,01. Und das heißt, ja, die Werte, gut, es sind auch nur zwei, aber die sind ziemlich uniform, also sehr nah beieinander. Wenn ich jetzt aber hier oben bei Lion Woods halt reingehe und jetzt mal das nächste Level aufsehe, sehe ich halt, die Werte divergieren relativ stark. Das heißt, ich habe halt ein Maß dafür, wie weit meine Werte auf dem nächsten Level, ne, divergieren. Habe ich richtig Disco? Habe ich ein hohes Sigma? Habe ich, ist das Sigma 0? Sind eigentlich alle Werte auf dem nächsten Level komplett gleich? Wir haben es halt Drilldown Preview genannt, damit man so ein bisschen eine Idee bekommt, okay, bei wem ist jetzt quasi besonders viel passiert? Ich nenne es jetzt erstmal experimentelles Feature. Es ist natürlich, lässt sich wunderbar verwenden. Wir wollen das auch gerne noch ein bisschen weiter ausbauen, dass man vielleicht so eine Heatmap vielleicht dafür schon für die Werte mit reinbaut für das nächste Level. Aber ja, erfahrungsgemäß ist es ja mit neuen Visualisierungen so, die Leute müssen sich erstmal dran gewöhnen. Deswegen erstmal das Sigma. Genau, nochmal so als letztes Feature. Ja, wow. Okay, und ich sehe jetzt da, du hast eigentlich nur ein Measure drin. Ein Measure und verschiedene Kategorien und nach denen analysierst du das. Genau, also ich sehe das jetzt. Und das nächste Level ist dann das Produkt. Genau, könntest du das irgendwie mit mehreren Measures, also irgendwie mehrere Measures darstellen? Oder ist das wirklich nur analytisch auf ein Measure einfach festgelegt? Du meinst das Sigma? Nee, einfach also alles. Ah ja, okay. Grundsätzlich, wenn ich ein zweites Measure reinziehe, kann ich dafür eine Spalte machen. Ich kann auch auswählen, ob ich das jetzt, kann die auch stapeln. Okay. Gut, dann muss ich jetzt in die Stack Bars gehen. Mhm. Oder ich kann sie eben nach Measures auch gruppieren. Ich gebe zu, hier ist die Darstellung des Sigmas, ist dann nicht mehr, ist ein bisschen auseinander, aber man hat trotzdem noch eine Idee davon. Also wenn ich jetzt noch mehr reinziehe, dann habe ich noch mehr Spalten. Okay, das so ein bisschen geht das jetzt indirekt in die nächste Frage über, ob das auch Small Multiples kann oder nicht, weil ich finde zum Beispiel, bevor ich so gestapelte Wasserfälle mache, würde ich eher mir wünschen, Small Multiples im Wasserfall, was ja im Standard immer noch nicht geht, was für mich ja ein Grund wäre, hier was Individuelles zu nutzen. Haben wir noch nicht, ist aber geplant. Es ist letzten Endes ist nicht so viel anders als diese Columns, bloß dass man dann eben für jedes dann noch die Kategorie-Level anzeigt. Deswegen finde ich eigentlich meistens diese Darstellung, also solange man den Platz hat, finde ich diese Darstellung noch ein bisschen schöner, weil ich eben nur einmal Category-Labels vorhalten muss. Aber es geht natürlich auch nicht immer, wenn ich halt über die Small Multiples eine Hierarchie darstelle und unterschiedliche Category-Labels in jedem Multiple habe, dann funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Okay. Genau. Ansonsten, wir haben eben auch Sortierung mit drin, Top, Bottom, N. Genau, also okay. Kram. Und du hast dich jetzt berufen gefühlt, das zu machen, weil normale analytische Fähigkeiten einfach nicht benutzerfreundlich genug waren, oder? Eigentlich ist es über die Wasserfälle gekommen. Also der eigentliche Anspruch ist ja, Wasserfälle darzustellen und eben diese Selektion, was, wenn ich halt Dinge vergleichen will, ja, dass ich halt ja beliebige Elemente auch miteinander kombinieren kann. Darüber sind wir dann eigentlich zu dieser Drilldown History gekommen.
dann hat sich letzten Endes gezeigt, okay, mit den Abweichungsdiagrammen und dem Undo-Redo ist es natürlich auch ein schöner Mehrwert für normale Balkendiagramme. Hm. Kann ich es halt auch nehmen. Und es hilft natürlich auch so ein bisschen, die Übersicht zu behalten. Ja, wenn ich jetzt halt einen längeren Drilldown-Pfad habe, dass ich dann weiß, ah, okay, da bin ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, hat einiges, was normale Wasserfälle vermissen lassen, beziehungsweise auch andere Visuals, wie eine Software in der Software. Also das verfügbare Visual, das habe ich auch mir mal gezogen. Werde es mir mal angucken bei Gelegenheit. Ich meine, hier haben wir schon alles gesehen. Wer sich dafür interessiert, gerne auf Jonas zugehen oder... Genau, ja, sehr gerne. Also... Könnt natürlich auch, ich werde auch veröffentlichen, wenn jetzt diese Beta endlich live ist mit der Zertifizierung, das wird dann irgendwann im Juli wohl sein, hoffentlich. Und wer das gerne vorab auch noch testen möchte, der kann auch gerne die Beta nehmen oder halt die ältere Version direkt aus dem Shop. Mhm. Genau. Ja, klasse. Also deswegen, ich frage jetzt auch nicht um irgendwie, wie teuer Lizenzen sind, da können sich die Leute selber informieren. Damit wir jetzt nicht komplett in Richtung hier. Ja, genau. Das steht auch alles im Shop. Das wird sich tatsächlich auch nochmal ändern, wird auch nochmal günstiger werden, nochmal am Rand bemerkt. Aber genau, letzten Endes, schick mir deine Kontonummer, dann überweise ich und dann. Ja, deswegen, also gute Produkte, klar. Kosten nein, ja, ich hoffe, dass es gefällt. Mhm. Ja, cool. Jedenfalls, vielen Dank. Klasse. Ja, danke dir, Jonas. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne natürlich weiter aktiv oder passiv zuschauen, denn wir bleiben ja beim Thema Visualisierung und zwar hat Microsoft neue Karten veröffentlicht. Trommelwirbel. Und zwar hier mal schauen, wo habe ich denn hier gesamte Bildschirm? Bildschirm 1. So. Genau. Und zwar, ja, ich habe jetzt hier meine alten Kärtchen. Also warum denn der Pain und worum geht es überhaupt? Es geht hier nicht um die Inner Falls, die ich hier habe, sondern hier Card New, ein Vorschau-Feature, was sofort aktiviert ist. Und ja, es gibt da im Microsoft-Blog extra dazu auch einen Artikel. Bisher, also was ist die Historie der Karten, habe ich hier nochmal in meinem Bahn-Demo-Dashboard, also das nur mit klassischen Mitteln kann man halt das so zusammenpuzzeln, sind einige Objekte hier versteckt. Dann geht ja seit März, könnte man dank der dynamischen Titel und Untertitel hier mit diversesten Tricks, also ich habe nur ein Measure, das ist das Delta hier, und den Wert, den zwinge ich hier mir über den Untertitel rein. Das ist der ganze Trick, dass ich hier einen Wert habe und dann die Abweichungen so als einformatierten String hier rein. Das war so mein Best Practice für die letzten Monate. Das hier ist im Grunde dasselbe, also selbes Prinzip, mit Titeln zu arbeiten, nur dass es gar kein Kärtchen ist, sondern das ist halt wirklich ein Diagramm. Und deswegen gibt es hier so ein Diagramm, nur mit allem Möglichen ausgeschaltet. Und jetzt gibt es ja diese neue Karte und sagt seit gestern, so recht unbedarft, kann ich ja mal gucken, wie einfach ist das denn wirklich hier zu nutzen. Also ich habe hier irgendwie Bahncard-Kosten und Vergleich zum Vorjahr und Year-to-Date. Das würde ich doch mal gerne mal mit anzeigen, wenn ich jetzt einfach Kosten, okay, jo, dann habe ich den Wert. Das ist allerdings auch hier im Measure drin. Wenn ich jetzt hier irgendwie Abweichung Year-to-Date, wo haben wir das? Genau, Kosten über Vorjahr, unter Vorjahr, das sind alles so quasi optische Tricks. Year-to-Date-Kosten, okay, zweites Measure ist dann zweites Kärtchen. Ist schon insofern eine Revolution. Das war ja bisher bei der Standardkarte, wenn wir das mal vergleichen hier mit Copy-Paste und ich packe das daneben und versuche das mal hier in eine Standardkarte umzuwandeln. Geht das gar nicht. Und wenn ich das dann in so eine, diese alte Variante der Doppelkarte, ja, dann sieht es so aus, kann aber formattechnisch ja so gut wie gar nichts.
Deswegen war diese Karte auch nicht wirklich toll. Diese Kärtchen hier, da gibt es einfach mehr Möglichkeiten. Also ich kann hier sagen, dass ich bei den einzelnen Karten hier, okay, Rand habe ich schon. Ich könnte die jetzt auch blau machen. Ich könnte die jetzt auch benutzerdefiniert färben. Habe ich jetzt mal so entdeckt. Dann gibt es hier Akzentleiste. Ah ja, okay. Damit könnte ich vielleicht diesen Strich ersetzen, wenn ich wollte. Kann ich auch hier auch oben machen. Und ordentlich dick, okay. Jetzt natürlich, ja, da sind immer noch zwei Measures. Diesen Trick, also brauche ich ja immer noch. Also ich habe weiterhin nur ein Datenfeld. Ich kann mehrere Measures reintun, habe aber keine Dimension. Ist für mich schon so ein erster Nachteil. Geht auch wirklich nicht, dass wir hier noch quasi, also wir können verschiedene Measures darstellen. Wir können aber nicht die Kosten jetzt nach verschiedenen Städten zum Beispiel darstellen. Das wird nicht gehen. Also ich kann keine Dimension reinbringen. Also kein Small Multiple, sondern sind nur Measures. Ja, ich hatte die auch mal ausprobiert und das, genau das hatte ich auch eigentlich erwartet, als ich jetzt eine Dimension reingezogen habe. Aber stattdessen zeigt er immer nur den ersten, das erste Element davon. Ja, genau. Das jetzt einfach hier macht aus dem Measure eine Dimension. Ich kann auch dann die Anzahl nehmen, aber ich kann das nicht als Dimension nutzen. Ja, schlecht. Weiß ich nicht. Die werden sich ja wohl was dabei gedacht haben, weil das war eben für mich auch erstaunlich, dass man hier weggegangen ist von der Theorie des Small Multiples, sondern tatsächlich hingegangen ist und hat gesagt, wir können erstmal im ersten Stadium, also auch das wurde ja schon mal gesagt, dass hier jetzt erstmal nur so ein Vorstadium ist, etwas machen, was nachher sich irgendwie verhält von der Anordnung und so weiter wie so ein Small Multiples, aber dennoch irgendwie doch nochmal einen anderen Ansatz verfolgt. Und von daher, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wo das drauf einzahlen soll. Okay, ich habe hier entdeckt, wir können das hier vertikal, horizontal, das geht alles. Das ist cool. Du kannst auch ein Raster machen. Also da bist du ja dann auch dabei. Ja. Du hast wieder wie oben Raster und sagst eine Zeile, zwei Zeilen. Und dann wird er dir dein Raster aufbauen. Ne? Ja. Ah ja, hier Zeilen, auch zwei, genau. Dann wartet der quasi auf KPIs und die könnte ich jetzt auch mit reinbringen, wenn ich wollte. Aber nun ja, genau, hier to date, Kosten, Vorjahr, Abweichung, Kostenabweichung soll wohl Vorjahr sein. Genau, aber so könnte ich das befüllen, aber ja, es sind verschiedene Metriken. Ich kann jetzt quasi verschiedene KPIs bringen. Ich kann aber nicht so ein Monitoring-Dashboard machen mit nur einer KPI für verschiedene Objekte. Genau, wenn da wäre, genau, da wäre fast schon die Frage im Prinzip, wenn ich das als Monitoring mache, ob das Measure dann schon so wichtig ist, dass es auch als eigene Kennzahl definiert werden müsste. Ne? Wäre dann so. Ja. Länderspezifisch oder so. Was ich interessant finde, das ist ja dann wieder über die Carry reingekommen. Du hast eben in der Formatierung gezeigt, du kannst ja jetzt oben die Datenreihe umstellen, statt das alles für alle zu machen, immer auch oben eine Datenreihe auswählen. Ja. Zum Beispiel Kosten. Und könntest jetzt unter Bild dir zum Beispiel ein Bild reinbringen. Oder, ja, genau. Ja. Die Farbe kannst du ändern. Oder das bei Bild. Genau. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, keine. Nee, nicht bei Ausfüllen. Geh mal, da gibt es einen Punkt okay. Bild. Gut. Bilder, ja. Ah ja. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, da hast du wieder Bild-URL und damit kommt dann wieder die Möglichkeit, auch zum Beispiel, glaube ich, die SVGs wieder mit reinzubringen, die sich über Measure berechnen lassen würden oder so. Ja, ja genau, mal gucken hier. Ich nehme mich selber. Jo. Ja. Das ist, also für mich ist ja immer so eine nette Spielerei mit Bild. Ja, braucht man das? Also sieht man jetzt viel? Ja. Also ich bin gedanklich wieder bei irgendeinem alten
Erklärvideo oder von BI or Die, wo der Kai vor einer Wand steht und zeigt, was für Möglichkeiten es meinetwegen in dieser Card-Visualisierung gibt. Und dann, wo zum Beispiel so ein Wert stehen könnte, beziehungsweise, dass man eben über so einen Verlaufs- oder ein Liniendiagramm schon Informationen reingeben kann. Oder eben, dass man auch ein Bild hinzufügen kann. Oder die Karte vielleicht auch selber so ein Bild ist. Und ich finde, da geht jetzt relativ viel. Und ich weiß gar nicht, was hast du denn für einen Post gemacht? Du hast doch heute... Ja, genau, das zeige ich. Das hat meine Kollegin, die Sabine, gemacht. Das war nämlich schon etwas intelligenter als das, was ich hier zeige. Und zwar hat die Sabine, ich bringe mal das Bild direkt hier an, das ist auch nur ein Kärtchen, da sind so drei Werte verschachtelt. Und das ist, das kann man machen. Ich werde das mal auch live mal einfach nachbauen. Ja. Dann wollen wir, also unten hat sie ja zwei Abweichungen. Nee, unten hat sie sogar Ist und Budget und die Abweichung als Hauptding. Ja, kann ich auch machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal die Kosten. Dann nehme ich die Kosten vorher. Ist ja easy. Genau, Kosten vorher. Und jetzt, wenn ich die Abweichung darstellen will, das hat die Sabine nämlich über den Titel gemacht. Also im Grunde selber Trick wie hier, wie bei den Standardkarten. Denn ich kann natürlich auch einen Titel aktivieren und hier irgendwas schreiben. Jetzt fällt aber auf, es gibt nur einen Titel für beide Kärtchen. Also das ist ja, es lässt sich halt nicht visualisieren. Ich kann jetzt nicht mehrere von diesem Typ hier einfach machen, dass ich quasi pro Kärtchen einen Titel habe, sondern der Titel ist global. Was aber geht, ist, ich kann diesen Titel natürlich auch dynamisch machen. Und dadurch, dass ich das kann, kann ich natürlich hier diese Kosten, Abweichungen, Format, kann ich da oben einfach als Titel gut. Das ist jetzt einfach das Delta. Aber ich hätte da die Möglichkeit, eben dort die Abweichung zu machen, so in der Mitte. Das wären so meine Abweichungen. Und das kann ich auch als Untertitel. Als Titel ist es Blödsinn. Ich mache das mal als Untertitel. Genau, Format. Ich kann auch, genau, wir legen uns auf die Abweichungen fest. Dann mache ich das hier so und auch richtig groß. Und dann kann ich beim Titel dann eben schreiben, Kosten und Windows und Punkt führt mich zum Delta. Genau. Delta Kosten. So, ja. Ist ganz nett. Ist auch soweit möglich. Genau, also die Möglichkeiten sind da wie vorhin. Und die Trennlinie könnte ich jetzt auch nochmal dazu packen, wenn ich das bräuchte. Ich habe jetzt die Akzentleisten, die könnten auch individuell sein. Das geht und ich kann auch ein bisschen mehr Abstand machen, um es luftiger zu gestalten. Und am besten mal auch unten dieses Raster oder eben auf eine Zeile beschränken. Dann habe ich im Grunde das, was die Sabine hatte, jetzt noch kosmetisch würde ich bei den Kärtchen den Rand einfach ausmachen. Stattdessen bei der Gesamtform, das ist hier, gute Frage, wo das ist. Das könnte sogar hier sein. Nee, Größe. Ah ja, visuellen Rahmen hier aktivieren. Dann ist es quasi so eine Art ein Kärtchen mit eben Ist, Vorjahr und Delta. Ja, und damit ist es, ja, also wenn ich das mit dem vergleiche hier, ist das natürlich eine klasse Sache. Weil ich habe jetzt eine Karte und von daher, ich will jetzt auch gar nicht nur bashen, das, was mir fehlt, dann irgendwie, ja, ich hätte gerne Dimensionen drin, ich hätte gerne irgendwie auch echte Small Multiples nach Dimensionen, ja, alles schön und gut, aber trotzdem finde ich, ist ja schon mal ein klasse Fortschritt. Ich mache jetzt nur das Rot mal weg, das nervt.
Ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie gehofft, dass du oder ihr einen Weg gefunden habt, dass man sagen könnte, von diesen drei oder dass ich drei Kennzahlen reinnehme und die eine Kennzahl geht über den Raum 2 und unten kann ich dann zwei kleinere oder so, dass die Kartenformate irgendwie anpassen könnte und das dann wirklich so ist, dass es jetzt schon wieder über die Überschriften geht. Ich weiß nicht. Also ich habe es ja, auch. Das ist, aber es ist ja trotzdem, wenn wir uns das angucken oben, das ist halt eine Kennzahl. Und das ist schon deutlich cooler als das, was hier irgendwie mit diesem Hoch-Slash und so, das muss ja alles nicht sein. Also das ist ja schon, ich finde, ist ein Fortschritt, weil hier, erkläre das mal einem Endanwender, dieses Delta Year-to-Date, was das für ein monströses Measure da ist, das Delta Vorjahr hier, wo ist das überhaupt? Unterreisen, ja, heißt irgendwie anders, genau. Abweichungen, Format, das war halt hier wirklich ein Monstrum. Also ich konnte das nur sagen, ja, nutzt das. Und mit Variablen ging es, indem ich vorne Variablen gesagt habe und habe gesagt, okay, da könnt ihr dann eure Measures angeben. Und das ist jetzt euer Standard. War aber trotzdem natürlich im Handling nicht so toll. Sobald da das Plus-Minus halt weg sollte oder dann doch Prozentwerte reinkommen oder nur eine Abweichung statt zwei, dann war alles immer händische Fummelarbeit. Hier habe ich ja die Measures so, wie sie sind. Die sind noch nicht mal formatiert. Da unten, und, ja. Ja, der Titel ist immer noch formatiert, aber der muss ja nicht so doppelt sein. Also das ist ja jetzt einfach im Grunde eine Altlast, weil ich das, weil ich etwas brauchte, was ein Text ist. Ja, genau. Aber du musst es trotzdem formatieren. Du bleibst trotzdem dabei, dass du die Kennzahl hast und musst sie in ein textuellen Format umwandeln. Ja. Und ich bin immer begeistert gefühlt, was man machen kann, um bestimmte Optik zu machen. Und wahrscheinlich ist es dem ersten Berichtskonsumenten auch egal. Ich habe immer noch kein Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet im Rahmen von, wenn ich jetzt wirklich mit einem Screenreader arbeiten müsste. Also wenn ich irgendwelche Anforderungen hätte, wo jemand sagt, wir haben hier jemanden, der darauf achtet, dass die Software nutzerfreundlich ist und dass auch Personen mit Einschränkungen die Software genauso gut nutzen können wie jemanden, der eben alle Fähigkeiten hat. Und da fängt es ja an. Also in größeren Konzernen oder so gibt es tatsächlich entsprechende Gremien, die darauf achten, dass eben du keinen Nachteil dadurch hast, dass du einen Screenreader verwendest oder wenn du irgendwas mit Farben hast, dass du trotzdem die Informationen genau so aufnehmen kannst. Und wir sind hier immer noch ein bisschen... Ja, es ist noch teilexperimentell. Was ich auch sehr schade finde, ist, ich hätte gerne bei den Karten, da gibt es ja auch die Labels von den einzelnen Werten, die muss ich jetzt erstmal irgendwo mal suchen hier. Bild? Nein, nicht Bild. Bild kann aus. Akzentleiste oder war das unter Layout? Nee, Legende. Legende ist das, wo die Werte sind. Witzig. Genau. Und dann gibt es ja die Bezeichnung und da gibt es auch eine Möglichkeit, also dieses Kosten und Kosten vorher, da auch dynamisch das reinzutun. Habe ich aber nie geschafft. Also war ausgegraut im Microsoft-Blog, es ist aber natürlich nicht ausgegraut. Ja, passiert, vielleicht kommt das. Also ich gehe davon aus, das kommt noch. Dann könnte man aber, ja, es ist immer noch Text. Und der Jonas hat hier mir irgendwie privat hier, wehre dich, wenn ich dich nicht, oder kann sich sofort wieder ausklinken, aber du hast gesagt, mit Quick Measures hätte man die Möglichkeit hier nach Kategorien. Genau, ich hatte das irgendwie mal ausprobiert, wenn du auch mal auf die Datenfelder gehst, genau, und mach mal Rechtsklick auf irgendwie Kosten. Ja. Und dann kannst du ein neues Quick Measure machen. Ja, okay. Da kannst du dann gefilterter Wert zum Beispiel. Ach, okay. Geht alles Mögliche. Und ich glaube, mit Kombination damit kann das wirklich Spaß machen. Okay. Jetzt kann man da noch musst du noch den Wert darunter auswählen. Ja, jetzt bin ich. Ach so, und dann könnte ich quasi nur hier. Moment. Auch nur für einen. Aber wahrscheinlich sind das dann beide. Das ist einfach Berlin und Basel-Wert. Und in diesem Fall auch
genau, das wäre dann das, was da unten oder hier rechts, ja, genau, Kosten für Berlin und Basel. Okay, ist ein etwas besseres Handling dann von dem Filter, aber ja, es gibt auch so Geschichten. Nee, das ist nicht wirklich dynamisch, aber du kannst dann noch so zum Beispiel 5-Star-Rating und irgendwie solche Geschichten in Abhängigkeit von irgendeinem Wert machen. Also da scheint er da auch in der Formatierung auf jeden Fall drauf zu reagieren. Okay, na gut, aber das ist schon mal, ist eine Untersuchung wert. Also das Problem ist ja, es bleibt ja ein Kärtchen. Und ich muss sagen, Quick Measures war jetzt etwas, was ich so nach Q&A und den Smart Narrative so am wenigsten benutzt haben. Ich vorher auch noch nicht, aber das muss doch noch gehen und habe da drin rumgeklickt und dann die gefunden. Ja, irgendwie. Spannend. Aber okay, also das ist, wie gesagt, momentan im Standard gibt es das nicht. Ich habe auch überlegt, irgendwie mit Calculation Groups, mit irgendwelchen Parametern zu arbeiten, aber am Ende ist es halt ja trotzdem nur ein Teil hier, was dann da steht. Ja, aber ein guter Punkt. Also ist nochmal möglich, dann vielleicht dann ein bisschen mehr zu machen und Quick Measures, so quasi dynamische Quick Measures zu haben. Weil sonst bin ich halt am Ende immer, ja, wie Markus sagt, gewisse Restinflexibilität gibt es und das eben das, was Sabine gemacht hat. Aber es ist auch da nochmal im Vergleich zu dem, was hier vorher war und auch zu dem, was ich jetzt letzten Monat noch als State of the Art hatte, ist das schon nicht cool. Deswegen gar kein Bashing, sondern ja, es ist eine natürliche Evolution und ich hoffe, da wird es einfach noch mehr geben. So. Genau, das war jetzt eins der, ja eigentlich, das wird sicherlich auch das Highlight sein diesen Monat und ich werde mir da so einige Standards angucken, die ich vielleicht dann umstelle, weil ich könnte ja auch die Farben dynamisch machen, ich könnte hier den Hintergrund dynamisch, also bis aufs Label funktioniert ja alles. Und genau, wenn jemand dann noch Ideen hat, der NG Park hat auch ein Tutorial jetzt und hat da wohl noch tiefere Erkenntnisse über die Karten gehabt, war aber so kurz vorm Talk, habe ich mir noch nicht angesehen. Schaut euch das an. Und ja, dann hätte ich jetzt noch die zweite Sache. Das ist jetzt ein bisschen mehr Backend, Jonas, aber du hast ja auch ein Visual entwickelt. Du weißt, dass eben Entwicklungsnachverfolgung auch mal etwas sein kann, was nützlich ist. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit jetzt, speichern unter. Und dann kann ich hier, wenn ich zum Beispiel unter Demos das speichere will, Demo-Projekt, Bahn, und dann kann ich das PBEP, das ist ein neues Format. Und wenn ich das jetzt speichere, dann werden wir gleich kommt der Aha-Effekt hier, Demos, dann haben wir Projekt Bahn Dataset und Projekt Bahn Report. Und unterm Dataset ist eine BIM-Datei und noch ein paar JSONs und Power BI I und unter dem Report haben wir hier auch JSONs und Ressourcen und auch eine Datei zum Öffnen von dem Ganzen, womit wir das auch wieder aufmachen können, Power BI Desktop, wenn wir wollen. Und dann, gut, ich habe es jetzt gerade ja Speichern untergemacht und ich habe es auch gerade offen. Also ist relativ unspannend, auch wenn ich da jetzt drauf geklickt habe und das lädt. Aber ja. Als Entwickler ist das auf jeden Fall schon mal ganz schön. Also ja. wie viele Berichte habe ich schon geanzippt, um zu gucken, was da drin ist. Mhm. Wo man das jetzt einfach so direkt mal gucken kann, spart man sich auf jeden Fall ein bisschen. Genau, also das heißt, das ist eigentlich eine Alternative zu Power BI Tools, wo es ja auch ging, das Ganze so zu extrahieren und sich individuell anzugucken. Und ich kann das Ganze jetzt auch in Visual Studio Code ja auch öffnen. Das war jetzt noch der Kalender vom Lars, den ich auf dieselbe Weise geändert habe. Und ich kann jetzt hier mit zum Beispiel... Wir sehen es nicht, Arthur. Oh, ah ja, falscher Bildschirm, gleich ja. Aber. Ja. Alles gar kein Ding. Genau, jetzt nehme ich mal,
Ich muss ja hier Report und Dataset sind getrennt. Und dann schiebe ich das mal hier hin. Genau, das ist jetzt der Report. Und ja, da ist nicht besonders viel. Zumindest habe ich das bisher. Genau, da ist jetzt so die Datei. Und was mir aufgefallen ist, das ist noch nicht dieses TMDL-Modell, was der Matthias Tierbach so schon vorgestellt hat in seinen Tools, sondern das ist noch hier, das ist alte mit Escape-Zeichen und so weiter. Aber wir können hier durch Code Sachen sicherlich verändern. Wir sehen, da sind einige Visuals drin, aber es ist eine große JSON-Datei, also dieses alte Proprietäre, was es gab. Es ist aber auch möglich, dann den, genau, ich habe jetzt gerade den Report aufgemacht, ich könnte auch das Dataset aufmachen. Das habe ich nämlich auch schon mal getestet mit dem Kalender vom Lars. Da kann ich in die BIM gehen und zum Beispiel, wenn ich möchte, dass ich eine Spalte nach der anderen sortiere, dann kann ich das auch tatsächlich tun. Wenn ich irgendwo hier die Columns finden würde, genau. Da habe ich jetzt hier, das sind Measures, Summarized by, nee, das sind Columns, genau. Da bin ich ja sogar richtig. Und wenn ich jetzt hier, der Kalender ist ja vom Lars, und kann mal hier tatsächlich irgendwo diesen Dreifachmonat irgendwie mir mal raussuchen. Hier, Kalender, Monat, MMM. Und das könnte ich mit Sort by. Interessant, sieht irgendwie nochmal anders aus, als ich es beim Lars im Kalender hatte. Also ja, nicht wirklich genau. Irgendwo in dieser Monsterdatei gibt es die Möglichkeit, Sort by Monatsnummer. Und bestimmt habe ich es in irgendeinem Monat vergessen. Und wenn ich das jetzt finde, könnte ich jetzt einfach sagen, ja, ich passe das einfach an. Okay, hier habe ich es jetzt auch noch nicht mal vergessen, sondern habe es natürlich immer, ah nee, hier, Monat mit 4 Buchstaben habe ich gar nicht, könnte mir jetzt einfach hier sagen, Sort by Column Monatsnummer, könnte das speichern, dieses Bahn-Dataset. Und ich meine, wenn ich das jetzt spannend, wenn ich das aktualisiere, ob der das automatisch schon erkennt, weil ich habe es ja gerade offen. Nee, wahrscheinlich, nein. Bitte ja, wahrscheinlich nicht. Es ist ein Bauplan. Deswegen schließe ich das mal. Ich speichere das mal nicht. Und werde hier mal zur Sicherheit nochmal speichern. Genau, ich habe aber jetzt den Monat mit den 4 Buchstaben mal sortiert nach der Monatsnummer. Jetzt werden wir mal sehen, was passiert. Die einzige Möglichkeit, das hier, also wirklich mit per Klick zu öffnen, war hier diese Definition anzuklicken. Die gehört zwar zum Report, aber der macht dann wirklich das komplette Projekt auf. Das fühlt sich an wie so eine PBX-Datei. Braucht ein bisschen länger. Also, das ist jetzt auch der Kalender vom Lars. Naja, gut, war ich im falschen Ordner. Den will ich gerade nicht, sondern ich will natürlich hier mein Bahn, soll ja live sein. Bahn-Report von gerade eben, den soll der mir aufmachen. Ja, die Idee dahinter ist natürlich dann, wir können Änderungen echt super nachverfolgen. Also es ist möglich, dann bei GitHub das einzuchecken, zu testen. Genau, dann haben wir hier, möchten Sie offline arbeiten? Ist mir egal. Möchte ich nicht. Und jetzt mal schauen, ob das soweit gepasst hat. Monat, also Monat mit 3 Buchstaben war ja schon nach Jahrmonat. So. Ah nee, es war Jahrmonat. Und dann, den ich sortiert habe, war ja der hier. Und der ist tatsächlich sortiert. Nach dem Monat, genauso wie die anderen. Also ich kann schon Massenänderungen irgendwie in dieser BIM-Datei im Code machen, wenn ich lustig bin. Ist halt jetzt nicht wirklich so handy und schön. Also die Power BI Tools, das Entpacken dort und mit TMDL ist alles noch schöner. Wird hoffentlich auch kommen. Momentan ist das halt so das Basic-Format.
aber es ist schon wirklich das erste Mal, dass wir Power BI-Dateien als Datenstruktur ablegen können und dann eben bei GitHub zum Beispiel einchecken, alle Veränderungen kommentieren, nachvollziehen, alles, was bisher nicht ging oder irgendwie, ich habe die Datei im SharePoint, die war jetzt anders, lass mal gucken, was da jetzt anders ist. Nee. Ja, wenn man da mit einem Team an so einem Report arbeitet, kann das wirklich massive Vorteile bringen. Mhm. Als wenn man jedes Mal nur so ein PBX durch die Gegend wirft. Mhm. Und das fühlt sich ja wirklich an, wie als hätte ich jetzt so eine PBX. Also ich kann das auch als PBX wieder speichern, das ist ja alles supported. Also hat natürlich da auch gegenüber Power BI Tools den Vorteil, es ist jetzt im unterstützten Bereich. Aber da TMDL ja auch Microsoft ist, wird es sicherlich auch bald kommen, dann wird es noch angenehmer. Aber so Thema Versionierung ist damit natürlich, aus meiner Sicht hat das dann wirklich einen Sprung gemacht. Ja, haben sie ja auch jetzt noch mehr geliefert im Service, dass du dann auch dein Git dann wieder ranbringen kannst, so dass das dann von da aus weitergeht, bis in den Service rein. Also, hast du das mal getestet? Also weißt du, ob da irgendwie, also man muss ja dann auch Azure DevOps nutzen, so wie ich das zumindest bisher verstanden habe. Da weiß ich gar nicht. Hast du mal genauer geguckt? Ich dachte, das wäre jetzt nur an Git gebunden und Git wäre öffentlich. So. Ich hatte glaube ich, mal gesehen, dass die Katrin Borchert da ein bisschen was gemacht hat. Okay. Gut. Aber müsste man mal fragen. Grüße gehen raus und Empfehlungen auch. Ja. Ansonsten, genau. Ja, das waren meine Highlights. Ich warte noch auf die Release-Notes. Was hat sich ansonsten noch getan? Beziehungsweise... das Thema mit irgendwie mit dem OneDrive und SharePoint speichern. Das habe ich aber auch noch nicht genau verstanden, was da jetzt alles genau kommt und auch darüber freizugeben. Dann kriegst du es, glaube ich, bei oben in deiner Desktop-Möglichkeit, wieder die Möglichkeit, die Dateien zu speichern als PBX-Datei und dann zu übergeben an jemand anderen, wie normale OneDrive und SharePoint-Freigaben. Und ich glaube, da passieren spannende Dinge über Sachen, die ich bisher nicht so favorisiert habe. Also auch dieses Einbinden der Möglichkeit, dass du die Datei in deinem OneDrive ablegst, die Datei mit deinem Power BI verknüpft und jedes Mal, wenn du ein Update in der OneDrive-Datei machst, dass der Power BI-Service das merkt und irgendwann auch die neue Definition aus deinem OneDrive automatisch lädt. Das ging ja heute schon. Und dass da jetzt mehr noch dran gearbeitet wird, das um wieder zusammenzuführen. Aber wir werden es sehen. Okay, ansonsten von meiner Seite noch erwähnenswert und ganz witzig, der Chris Webb hat hier gesagt, the fourth or fifth most exciting Power BI related announcement. Also man kann jetzt sowohl in Azure Logs speichern und dann auch ganzheitlich analysieren, ist aber jetzt mehr so ein Premium-Feature, also ich komme jetzt auch durch neuen Job bedingt durch coole Kunden auch zunehmend im Premium-Bereich, deswegen erwähne ich es, aber es soll ja trotzdem auch ein Hands-on-Talk bleiben, wo die meisten mitmachen können. Dennoch ganz spannend, dass, ja, dann könnte man eine ganzheitliche Überwachung einfach implementieren, gibt es hier vom Rui Romano, der ja auch schon andere Meta-Reports bezüglich Lineage und so gemacht hat. Und Templates veröffentlicht auch hier eine Vorlage und wo zum Beispiel so Sachen wie CPU und Aktualisierungsdauer, Fehler und so weiter in Azure gespeichert werden, von dort dann entsprechend analysiert werden können. Eine coole Sache, ziemlich neu, will ich mir noch anschauen. Deswegen wollte ich es mal nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und da jetzt, gesagt, sonst uns keine Fragen erreicht haben, aus dem Hands-on-Bereich habe ich das Thema, habe ich jetzt neu gelernt durch einen Kunden, das Thema Umbenennung von Sachen in Power Query. Kannte ich bisher nicht, dass es dafür eine Funktion gibt hier. Table Rename Columns, ich ziehe das mal hier rein. Und zwar
Genau, wenn ich jetzt so eine Tabelle habe mit typisch technischen Namen irgendwie, dann könnte ich quasi über eine Funktion Rename Columns auf eine andere Tabelle hier Datenkatalog zugreifen und in Masse meine Überschriften umbenennen. Dieses Data Catalog ist einfach nur eine Tabelle, die hier alt-neu beinhaltet. Schöne Sache, habe ich bisher gar nicht so gewusst. Ich habe es irgendwie manuell mit entpivotieren, dann wieder pivotieren und so weiter. Immer irgendwie rumgefrickelt, wenn es mal notwendig war. Und gibt aber natürlich so ein paar Gemeinheiten, wie zum Beispiel, das muss irgendwie eine Liste sein, deswegen Table to Rows. Und ja, es darf auch nur zwei Spalten haben, wenn ich hier irgendwie das Entfernen der Spalten lösche, dann schlägt das Ganze hier auch fehl, weil der nicht weiß, wo er danach schlägt. Deswegen unbedingt nicht benötigte Spalten entfernen, aber ja, da ich es selber nicht gewusst habe, besteht vielleicht auch eine Chance, dass es auch andere nicht wussten. Und deswegen Grüße gehen raus an einen Seminarteilnehmer bei BI or Die, also auch die Vortragenden können immer noch auch von den Teilnehmern lernen. Ja. Vielen Dank. So, okay. Und natürlich auch, wenn jemand irgendwo schon Fabric operativ nutzt, wäre ich sehr erfreut über echtes Feedback zum Thema, wie viel denn SKUs und Kapazitäten wirklich angemessen sind. Das fragen zurzeit alle. Auch der Data Mark war ja gestern in unserem Berliner Meetup und hat das Ganze vorgestellt, hat aber auch selber gesagt, okay, so richtig produktiv mit Messung ist es auch noch nirgendwo, auch bei ihm nicht. Er empfiehlt, ein Proof of Concept oder Proof of Value zu machen. Es ist ja alles auch noch Preview, also da eben Kunden zu überzeugen, so toll Direct Lake auch ist. Ja, ich konnte es noch nicht so richtig operativ anfassen. Und ich sehe einfach die Trial-Zeit vom Fabric runterticken und ja. Wobei der Armin Netz, glaube ich, auch schon bei Twitter mal gepostet hat, dass sie auch gerne da Response haben sollten und sich doch jeder mal gönnen soll für die 39 Cent oder was es da sind, die F2-SKU zu mieten, weil du ja wirklich nur für die Ausführungszeit zahlst und dann mal seinen Datenladeprozess auszuprobieren oder sein Thema. Aber natürlich, klar, ist deine eigene Zeit, die du auch noch investierst und du musst auch erstmal diesen Anwendungsfall da drauf hin überführen. Aber ja. Ja gut, aber stimmt natürlich. Mit Pay-as-you-go zu beginnen, kann da ja auch helfen. Ja. So, und dann spannende Zeiten. Wollen wir heute mal pünktlich beenden oder hast du noch was? Hast du freche Werbung? Ich bin am Samstag ja beim SQL Saturday. Und schön, dass du es ansprichst, weil ich habe mich überlegt, dass ich auch da hinkomme. Oh. Ich habe mich dann angemeldet. Und werde auch gucken. Sehr gut, Markus. Dann sehen wir uns dann live und machen von dort auch Live-Berichterstattung, was ja heutzutage in Mode ist. Genau. Ach so, machst du Live-Berichterstattung? Nee, eigentlich hatte ich es nicht vor, nee. Ach so, ich dachte, kriegst du auch noch einen mit, kriegst das Mikro mit und musst dann da auch rumlaufen und Berichte erstatten. Nee, ist bisher jetzt nicht so geplant, genau. Wer sich fragt, wovon wir reden, hier, das ist hier Rheinland, St. Augustin bei Bonn und unter anderem sind da eben so Thorsten Strauß, eben als so absoluter SQL-Profi, dann Benne de Jägerer, der Thorsten Allemeier wieder mit Knobelspielen und Schach und Matthias Tierbach ist auch dabei. Genau, der Data Mark kommt selber auch und genau, hier Ben Weißmann, Margarita Neumüller, Matthias Tierbach, die laufen sogar gegeneinander hier. Uiuiui. Nötig. Ja, von daher ist alles kostenlos, anmelden. Einfach, also wir freuen uns, da noch mehr Leute zu sehen. Wird wie so ein kleines Klassentreffen und
ja, da können sich auch Leute wie wir am Samstag auch mit Power BI beschäftigen. Ja, also wie gesagt, ich finde auch manchmal, man muss sich so Session auch mal angucken, weil man tatsächlich was Neues dazulernt. Hatten wir ja auch schon mal beim Power BI Quiz, was ja auch ab und zu mal stattfindet. Da ist es dann auch so, dass du irgendwie unerwartet doch irgendwo den kleinen Zusatz noch mitbekommst, den du vorher nicht wusstest oder eine Idee, wie wir es ja auch hier haben mit den Visual Designs oder so, wo was auseinandergreifen. Ich habe eben gerade noch mal geguckt, wo du das mit den Tabellenüberschriften genannt hast, der Lars Schreiber hatte tatsächlich auch ein Video dazu. Daher kannte ich es wohl. Aber habe es selber auch noch nicht genutzt. In Power Query Tabellenüberschriften massenhaft. Ja, okay. Das heißt, er nutzt die Funktion dann auch. Ja, genau. Zeigt er in dem Video. Okay. 25 Minuten macht er das raus. Muss ich natürlich zugeben, auch als Fan vom Lars, habe ich dann doch nicht alles gesehen. Und schöne Grüße nach Spanien an Lars, der gerade im Urlaub ist. Ah, okay. Oh, jetzt weiß es jeder. Jetzt wird bei ihm eingebrochen. Ja. An den Leuten, die hier bei uns zuhören. Dann lass uns das lieber hier schnell beenden. Und dann bis demnächst, bis zum nächsten Mal, wie immer. Gerne zwischendurch an uns Fragen stellen. Wir testen gerne Sachen live. Wie heute gerade gesehen. Heute war es Microsoft, die uns das hingeworfen haben. Bis dann. Danke dir, Markus. Ja, bis dann. Ciao. Und Jonas. Herzlichen Dank. Ich bring dich mal rein und jetzt ist aber Schluss hier. Die Möglichkeit. Ciao.